Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Biomutant und damit jetzt auch wieder so eine weitere Folge. Ich glaube jetzt Folge 30, wenn ich mich nicht täusche. Wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir jetzt ein bisschen mehr Nebenquests machen möchten. Und ich bin auch der Meinung, dass wir hier eigentlich reichlich was haben zum Nebenquesten. Müssen wir gucken. Welche Quest jetzt bei uns relativ in der Nähe liegt? Eigentlich können wir schon zu der Quest hier gehen. Ich glaube, dass ja, das sind auch noch diese Spiraldudler, die wir hier gefunden haben in dem Bereich. Oh Gott. Ein echter Kracher. So, die haben wir schon mal umgedichtet. Diese Nacht schien ewig zu dauern. Ich glaube, hier waren wir schon, ne, und haben alles gesichert hier. Naja, gut. Schauen wir uns mal um. Wir müssen, glaube ich, runterlaufen. Was ist das? Warte mal. Haben wir hier oben noch was? Nee. Können wir wieder runter. So. Aber hier haben wir was. Na, wo ist er? Ach da. Zirkusartist oder so vom Beruf? Eine Motorfüßstation. Hier wurden wohl Motors mit Temposaft aufgefüllt.
Ups. Ist der komische Kunde Miniboss ein Zirkusartist oder was soll das hier darstellen? Ist ja schön, dass er das Gleichgewicht halten kann auf der Tonne, aber. In den Seilen. Shit. Warte mal, wir müssen mal gucken. Geht's natürlich auch. Kann uns nämlich hier drin nichts. Thank you.
Okay, der ist schon mit down. Unser kleiner Zirkusort-Test hier. Eine Ziegelhütte ist wie ein Geschenk mit Schleifchen. So eine Ziegelhütte ist ein Geschenk mit Schleifchen. Ah, nein, 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 nein. Lieber auf. Erstaunlich, wie sehr das hilft. Okay. Und ich kriege auch noch die Hände. Wow, wow, wow. So, gucken wir mal. Überragende Beute, sollen wir hier 3 Stück? Lass dich nicht von all der Zerstörung ablenken, die tagsüber sichtbar ist. Bereich abgeschlossen, okay. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen, weiter.
Nein. Du bist in den Musmoos-Morast gestolpert. Hier droht die Gefahr, auf ewig stecken zu bleiben, ob du willst oder nicht. Ob ich will oder nicht. Entschuldigung. Nein. Oh Gott. Stufe 22, das ist auch gut. Man sich überall verstecken. Du hast eine Bruchbude entdeckt. Ob es dort etwas für dich gibt? Die Aufzeichnung diesmal 600 Schritte von uns entfernt. Was? What? Warum? Manche lassen Motoschi-Stationen links liegen, aber Temposaft kriegt man in keinem Laden. H2O Außenposten. Hoffentlich hast du nichts gegen nasse Füße. Also wir müssen hier echt 600, über 600 Fußschritte entfernt eine Aufzeichnung finden für ein... Aufzeichnungsgerät, also... Oh. Schneebiom. Das ist eine Kältezone. Alles Selbst ein klar. dickes Fell reicht nicht, um dich hier warm zu halten. Sehr schön. Da liegen Holzreste für dich. Das sollte nützlich sein.
Okay, gut. Dann können wir ja hier eigentlich erstmal noch nicht viel machen. Ja, ich muss mal nächste Folge gucken, wie wir das einfach hier geordnet kriegen. Weil das ist natürlich immer ein bisschen blöd, dass wir die Kälteanzüge nicht haben. Ich glaube, die machen wir jetzt in der nächsten Folge als erstes. Ja, würde ich mal behaupten. Oder wir kommen hier runter, weiß ich aber nicht. Das ist nicht so gut. Ey, oh Gott. Naja, gut, egal. Das Schwimmen, das lernen wir auch noch mal. Was bestehe die Luft aus Wasser? Manchmal können wir unser Dings vielleicht rufen. Gut, dann belassen wir das erstmal so. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und gerne auch Feedback. Und wir werden wohl in der nächsten Folge oder ab den nächsten Folgen wahrscheinlich eher die ganzen ja, Anzüge holen. Also diese ganzen ja, Anzüge in dem Bereich. Dass wir diese Kältesignalschüssel machen, dass wir die Radioaktivitätsschlüssel machen, dass wir auch den Hitzezonenschlüssel bekommen. Was brauchen wir noch für einen Schlüssel? Den Sauerstoffsignalschlüssel. Genau, dass wir die bekommen erstmal, dass wir dann auch in Zukunft überall rein können. Ja, und dann würde ich sagen, also in jedem Bereich rein können. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.